Wir sind mit der Liga AG noch nicht fertig. Ich mit Game Freak aber schon. Nein, Spaß. Was gibt's denn hier alles? Itemdrucker, ja, den wollte ich holen. Wissenschafts-AG bringen. Boah, hallo, wir sind die Wissenschafts-AG. Das ist das erste Mal, dass wir Unterstützung erhalten haben. Ich mache mich sofort auf den Weg zu dir. Ein Itemdrucker. Der 3D-Drucker. Geil. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, den Itemdrucker zu testen. Ich bin ein Mitglied der Wissenschafts-AG, auf deren Konto die Entwicklung dieses Geräts geht. Weil alles noch neu ist, bin ich gekommen, um die Bedienung des Druckers zu erklären. Gut, dann will ich dir gleich mal zeigen, was es mit dieser Maschine auf sich hat. Man gibt einfach einige Pokémon-Materialien hinein, sowie ein paar BP und erhält dafür Items. Ja. Eine Sorte nur, okay. Exakte Mechanik der Datadik jedoch strikter Geheimhalt und wir sind nämlich gerade dabei, ein Patent darauf anzumelden. Das muss dich nicht weiter interessieren. Scheint es, dass du Pokémon-Materialien in dieses Gerät gibst, um Items zu drucken zu können. Fantastisch, oder? Es geht wirklich kinderleicht. Und aufregend. Ich bin jedes Mal total gespannt, welches Item am Ende wohl rauskommt. In diesem Sinne, willst du mit dem Itemdrucker Items drucken? Ich möchte aufrüsten gleich. Och man. So muss ich dich ja mal fragen. Kann ich denn nicht selber was reinmachen? Aha. Wieso bringt Voltilam 9%? Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, wen ich jetzt nehmen soll. Ich würde sagen, der Rotomorph bringt einfach 36. Alles klar. Machen wir einfach automatisch. Hallo? Ich hasse nicht. Habe ich das jetzt zurückgesetzt? Das ist ja sowas von Verschwendung, Alter. Die sind eh unnötig. Komm mal selber 2% rüber, ist mir egal. 5 BP kostet das. Loot, gib mir den Loot. Glücksspiel in Pokémon, immer wieder geil. Ja, ich sehe da nichts, da glitzert noch was. Und fertig, hier ist das gedruckte Item. Ich stecke es für dich in deinen Beutel. Ein Giftschleim und Bedienung, Alter. Kann ich mehrere auf einmal drucken? Muss ich die jetzt immer fragen, Alter? Oh, das ist so nervig. Kann ich das nicht selber machen? Wieso darf ich das nicht selber machen? Ja, Gift-Pokémon damit heilen. Da könnte ich mir die Überreste sparen. Das ist eigentlich ganz geil. Nein, keine Beere. Giftschleim kriegst du. Das ist echt geil. Könnte ich jemandem noch Überreste geben? Tankigen Pokémon am besten. Ja, also theoretisch. Biogian würde ich es anbieten. Oder ich lasse es halt. Keine Ahnung. Wer würde sich noch anbieten? Weiß nicht, Espinodon hier? 358 KP, ja. Ja, das würde schon Sinn machen. Wobei Buckle ist jetzt auf dem höchsten Level, ne? Ja, Buckle auch oder Maska? Ne, Mascarato bleibt beim Seegesang. Ich möchte kämpfen. Oder erstmal gucken, was es hier zu übertragen gibt. Der Geheimboss. 3000. Alter. Okay.
Warum ist das alles so teuer? Ah, achso. Ich kann... Es wird 200! Alter, Leute, ihr müsst mal eure Preise überdenken. Hier war auf jeden Fall Kruscher. Das ist cool. Oh, mir ist kalt. Die Klimaanlage ist viel zu kalt eingestellt. Junge, du bist im Schneegebiet. Alter. Sind wir falsch, Kruscher? Wollen hier nicht auch irgendwelche Biere machen? Und... Wenn ich Mara oder Aoki? Das ist halt eine schwierige Frage. Ich nehme... Aoki. Oder? Ich nehme Enigmara. Schade, dass ich nicht drei nehmen kann. Ich hätte gerne alle drei gehabt. Die sind alle drei cool. Ui, hallo. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr nach Enigmara natürlich. Hallo, holla, ciao und hallöle. Sagt man ciao nicht, wenn man geht? Naja, egal. Ich dachte, jetzt können wir, glaube ich, auch so einen Kampf machen, oder? Haben die das nicht gesagt? Okay, ja. Oh, ja. Ich, ja. Interessant. Du bist doch Enigmara von Enigmara TV, oder? Moment, du kennst meine Videos, Grusha? Echt jetzt? Ich habe sie mir manchmal vor Turnieren und so angesehen. Die haben mich immer aufgemuntert. Bin dir schon gefolgt, bevor du mit deiner seltsamen Begrüßung angefangen hast. Schon so lange? Ah, aber irgendwie freue ich mich auch total darüber. Allerdings hast du mir damals, als du dich noch mehr ins Zirkel gelegt hast, besser gefallen. In letzter Zeit machst du viele Point-Deals und versuchst, auf den Mainstream abzuzielen. Aber das wird langsam uncool, findest du nicht? Ach, du bist einer dieser nervigen, langjährigen Fans, deshalb lese ich keine Kommentare mehr. Hätte ich ja nicht gedacht. Okay, und jetzt? Genau definiert man niedlich. Oh, das ist eine knifflige Frage. Da du von nichts anderem redest, hatte ich eine präzise Antwort von dir erwartet. Aber so genau habe ich noch nie darüber nachgedacht. Es ist einfach ein Ausdruck dessen, was ich tief in meinem Herzen fühle. Dann sollten wir uns jetzt um eine akkurate Definition bemühen. Ist die Farbe pink niedlich? Ja, pinke Dinge sind definitiv niedlich. Die kleinen Dinge ebenfalls niedlich. Und wie? Naja, zumindest die meisten. Aber etwas Großes kann auch niedlich sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte fest, Niedlichkeit ist komplex. Ja, und wie können wir jetzt kämpfen? Ja, und was kann ich jetzt mit dem machen? Design? Aber das bringt doch nichts, oder? Ich hole mir jetzt einfach den Smart Speaker. Ring. Tim, richtig, ein großes Danke für der Musik-AG für deine Unterstützung. Mit diesem BP sind wir versorgt. Die Lieferung des Smart Speakers kann erfolgen. Wird jeden Moment ankommen, also abwarten und Tee trinken. Was macht er? Na, hast du den Smart Speaker erhalten? Jetzt kannst du im AG-Raum richtig Stimmung machen. Ist das nicht cool? Wenn du mehr Songs haben möchtest, weißt du ja, an wen du deine BP schicken musst. Oh, das kostet... Levi, du kannst doch... was machen. Yo, Champ, saubere Aktion mit der Blauberliga, echt. Seit du Champ geworden bist, ist keine Spur mehr von diesen ätzenden Vibes in der AG. Du kannst mich, mir wäre es am liebsten gewesen, das Kriegsplan mit Yo zu begraben. Aber es läuft eh nicht immer so, wie man es sich wünscht. Das wird schon. Da sagst du was, wird auch nichts anderes von dir erwarten. Machst dich echt super als Champ. Aber ich fühle mich ein bisschen schlecht, Bro. Am Ende sah es nämlich so aus, als hätte ich dich wegen dieser Sache mit der Liga AG ausgenutzt. Das hatte ich aber nie vor, ich schwör's. Trotzdem will ich mich dafür nochmal bei dir entschuldigen. Das ist ja echt nicht cool von mir.
Und dann, wie kann ich jetzt kämpfen? Jo, Bro, hast du Bock auf den Kampf? Ja. So, aber dann lass uns mal zum Kampf trainieren. Ich zeig dir mal mein Paideia-Team zum Teil, also es ist nicht komplett. Aber es ist wirklich so mein Endteam, würde ich sagen. Levi von der Blaubeer Top 4 fordert sich heraus. Beltra und Tragoran. Stimmt, es ist ein Doppelkampf. Das heißt, Erdbeben wäre jetzt richtig geil gewesen. Habe ich aber leider nicht drauf. Das heißt, ich bin am Arsch. Weil Feuer auf beide nicht sehr effektiv ist. Mies. Wer von beiden hatte Erdbeben? Ich glaube, die Beltra hatte Erdbeben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen belastend. Ja. Das tut weh. Ah, so einer bist du also, Levi. Wobei ich sagen muss, heute rennen ist gar nicht so schlecht, Mann. Erdbeben. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich... Ja. Ich bleibe bei Terrapagos. Ich wechsle zu Terrapagos, weil defensiv stark. Ja. Ui, Skidokok. Ich weiß nicht, welcher Typ der das jetzt ist, oder? Aber der Beulenhelm führt sein Übriges und ich müsste, glaube ich, Skidokok auswechseln, weil einfach kein richtiger Typ ist. Also für diesen Kampf gegen Erdbeben. Serpoitrean darfst du wieder ran. Und Terrapagos kann Terra kristallisieren und den Terrasteinhagel gegen Dragoran einsetzen. Eigentlich bräuchte ich so einen Einsatz, Void-Absorber am Pokémon und dann sollte ich Ladungsstoß mit Voltrean einsetzen. Ja, Blitzer mit Void-Absorber. Ja. Und damit Voltrean Ladungsstoß einsetzen. Oder hast du auch Void-Absorber, Voltrean? Das ist eine gute Strategie für Doppelkämpfe. Terrapagos kriegt ein paar Schaden. Ich hätte natürlich auch meinen Biogian nehmen können. Typ Eis ist natürlich geil gegen die Beltra. Ach so. Okay. Kann man auch mal machen. Ein übelst OPs Pokémon. Was hast du eingesetzt? Hast du Donnerschlag eingesetzt? Hast du Eiskreise eingesetzt und es wurde zu Donnerschlag? Was? Das tut weh, das tut echt weh. Eieiei. Nein, nicht Voltrean. Also wenn ich Terrapagos noch die Überreste gebe, ist glaube ich noch besser. Das Ding ist ja mal so defensiv OP. Beulenhelm ist zwar auch geil, aber lass mal auf den Beulenhelm. Ich nehme Eisenkrieger. Gegen beide. Ich sag mal so, Terrapagos wird Dragoran umbringen. Oder er bringt sich selber um. Ja, okay, gut. Kann man mal machen, muss man aber nicht machen.
Du kannst jetzt ordentlich leveln. Oh geil, Alter, er hat verkackt, Alter. Er hat so richtig hart verkackt. Wir sind ja auch viel zu OP. Karapagos ist krass, wenn ich jetzt noch Überreste gebe, ist es unaufhaltbar. Alter, wir kriegen einfach so viel Level für Eisenkrieger. Oh, Gewaltro. Jetzt hätte ich kein Skillokop. Weil du hast doch bestimmt wieder Erdbeben. Was, Erdkraft ist nicht auf Kick Abo? Also normal effektiv, beziehungsweise nicht sehr effektiv, what the fuck. Das tut vielen Pokémon. Das mögen vielen Pokémon gar nicht. Halleluja! Da habe ich mich wohl ein bisschen überschätzt. Wir können auch einmal Terra Sternhagel einsetzen. Wir könnten Biogean gegen. Ach komm, mach. Karapagos muss ich heilen? Könnte das Maxax loswerden, theoretisch? Die Verteidigung wird gesenkt, wa? Dann bringt das eigentlich nichts. Egal, scheiß drauf. Wir bleiben bei der Strategie. Einfach beide verletzen. Das könnte jetzt sogar reichen. Durch den Beulenhelm reicht's. Oh, fuck, so knapp bei Maxax. Hey, 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 das tut aber ganz schön weh. Genauso muss ein Kampf aussehen. Okay, dann ist das jetzt dein letztes Pokémon, was du Terra kristallisieren wirst, glaube ich. Ja, und dann war es das auch bald schon. Weiß nicht, zu was du es machen wirst. Das Blut des Drachen brodelt. Zeig ihnen, wer hier das Sagen hat. Drache? Ah, belastend. Das gefällt mir natürlich nicht. Aua. Hey. Schade eigentlich. Es gibt noch mal schöne EP. Oh, fuck, Alter. Das ist so ein ekelhafter, also. Aua. So, ich könnte jetzt den Uni einsetzen, ja? Der Sternhagel wäre sehr effektiv gewesen. Belastend. Wir sind bei Ogerpon. Schafft's schon. Der Uni. Okay, der Uni macht einmal den Next Track. Und du machst. Ach, Scheiße, warte mal. Warum ist Sendkopfschuss? Achso. Naja, egal. Mach ja gar keinen Schaden mehr, Alter. So eine Kackfähigkeit, Junge. Chill mal. Denkst du an eine Spezialverteidigung? Komm. Jawohl. Ist egal. Müssen es anders knacken. Das Blut ist immer noch im Wallung. So einfach lassen wir dich nicht davon kommen. Angriff! Oh, Draco Meteor, willst du mich verarschen?
Das ist gut. Ich dachte, er macht's auf Vulgärpon, aber irgendwie nicht. Wenn es Attack hat, nämlich meine beiden Pokémon one-hitted, das wäre schon schwierig jetzt. Aber zwei meiner zwei Lieblings-Pokémon im Team, jetzt hätte ich mir beinahe auf die Zunge gebissen. Sind jetzt dran. Ja, also was anderes macht keinen Sinn. Bei dir auch nicht. Extract ist dumm irgendwie. Beitreffer? Nee. Komm, Skelokrok, komm. Was? Du hast schon wieder? Lastend. Mein Schadensmaker. Also ich bin jetzt mal sehr sicher, dass er mich nicht one-hitten kann. Hoffentlich. Gerpon, du musst da mal Schaden machen. Er hat gleich so wenig Angriff, das kann er nicht ausgleichen. Warum macht das so viel Schaden? Ich believe in mein Team. Die kann doch irgendwann nicht mehr erhöht werden. Irgendwann sitzt das verzerrt ein. Ey, Junge, Alter, das ist jetzt schon ganz schön schwierig. Hast du auch noch eine andere Attacke? Ich glaube, das war's jetzt. Das könnte gar nicht mal so gut sein, der Terrawandel. Ah, mal gucken. Erdkräfte sollte sein Übriges tun. Oh, Gerbhorn, du bist eine einzige Enttäuschung. Naja, ein Beleber, ein Top-Trank verwendet, ist egal. Levi besiegt, alles in Ordnung. So, Levi, was sagst du jetzt dazu? War schwierig, aber es ging, würde ich sagen. Hey, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Ich habe diesmal ein besseres Team gehabt als beim letzten Mal gegen dich. Also, zwei Pokémon waren trotzdem noch Teil... Nee. Nur Ogerpon war Teil ein Pokémon. Ja. Ogerpon hatte ich schon kennengelernt. Es macht echt abartig viel Spaß, gegen dich zu kämpfen. Und wie es der Zufall so will, habe ich was für dich. Als Dank dafür. Okay, ehrlich gesagt, vergammelt das Ding bei mir daheim eh nur. Aber es taugt trotzdem was. Trainingsanzug Schwarz und Golden von Levi. Damit können wir ein paar Download gehen. Ja. Das wäre cool. Wieso darf ich euch nicht herausfordern? Tim, ich freue mich, dass du eine neue Collab mit mir starten willst. Arena-Leiterin Enigmara dringt in berühmte Akademie ein und entdeckt was? Das ist mein nächstes Streaming-Projekt, an dem ich gerade mit voller Karacho arbeite. Sag mal, was gibt es da denn so zu entdecken, das mir auch ordentlich viele Views einbringt? Die Terra-Kuppel. Was? Eine Kuppel mit vier künstlichen Arealen? Wie abgefahren, sowas gibt's hier? Danke für den Tipp. Dann will ich mal zack, zack und blitzschnell mit den Vorbereitungen gehen. Zap, zarab. Nee, man kann nur mit denen labern. Die sind alle olle Labertaschen. So, aus deinem ewigen Eis wird jetzt ein... Überrest. Sorry. Ich habe mich vertan. Aus... Nein! Doch, war richtig. Achso, ich kannte das Pokémon. Naja. Du kriegst jetzt deine Überreste aus dem Beulenhelm, wird. Achso, ich bin bei. Ja, gut. So, ich will noch mal gucken, hast du eine schwache, normale Verteidigung?
Du bist eher offensiv, ja? Ja, gegen Drachen-Pokémon eigentlich. Also, ewiges Eis ist da doch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, aber hetze einfach. Brauchst keinen Beulenhelm. Gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man. Die. Alle herausfordern kann. Aber egal. Hier irgendwo. Nö. Ja, ich darf es anscheinend nicht. Oder der BP-Generator wird es einfach nicht. Gerne den Hauptboss besiegen, aber keine Ahnung. Gut, ich weiß nicht, ob da noch ein Part kommt oder nicht. Oder ob wir jetzt fertig sind. Keine Ahnung, je nachdem, ob ich noch Lust habe, nach der Enttäuschung von Game Freak beim letzten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.